Spachteln ist allen ein Begriff. Spachteln ist ja, das ist ein Werkzeug aus dem Handwerk, aus dem Malerhandwerk hauptsächlich. Und damit wird ja gespachtelt, damit werden Wände gespachtelt, damit werden ja die Türen gespachtelt. Und das nutzt man in der Malerei, ja, so exzessiv würde ich sagen, seit 50er Jahren. Es gab einen holländischstämmigen amerikanischen Künstler, William de Kooning, und er hat 50er, 60er Jahre fast nur gespachtelt. Im Kunstkreis ist er sehr anerkannt, der Mann, William de Kooning. Und dann kommt ja natürlich in den 70er, 80er der große Gerhard Richter, der gerakelt, auch sehr viel gespachtelt hat. Aber es gab auch andere Künstler, nämlich unser lieber alter Vincent van Gogh. Mhm. Und der hat zwar gegenständig gemalt, ja, mit Pinsel, aber er hat, ich weiß nicht, habt ihr Van Gogh schon gesehen, Originalbilder? Da sieht man ja sehr dicke Spuren. So gepinselt aber eher, ne, oder? Gepinselt, aber er hat auch mit Messer. Okay. Also weil damals gab ja diese Spachtel, so wie wir das kennen, sowas gab es ja wahrscheinlich nicht im 19. Jahrhundert. Und es gab so Malmesser, das sie sahen aus wie ganz normale Messer wahrscheinlich, kenne ich es nicht, was das für Messer waren, aber damit hat er dann so gekratzt und die Farbe so aufgetragen. Und da sieht man es schon bei den Bäumen oder Ästen, dass da so eine Kante ist, so dicke Kante. Mhm. Und das ist ja dann damit aufgetragen. Ich glaube nicht, dass das mit Pinsel möglich ist. Er hat bestimmt damit aufgetragen. Keiner hat gesehen, wie er gemalt hat. Das weiß niemand. Das wurde nicht gefilmt und gar nichts. Ne? Aber ich nehme an, dass er mit Malmesser gespachtelt hat. Und diese Technik gibt sogar länger als aus Van Gogh Zeiten, auch in Renaissance Zeiten hat man damit experimentiert, deswegen der Name Impasto. Impasto Technik, das kommt vom Italienischen, und Impasto, Teig, Impat, so, das hat ja mit Teig was zu tun, weil Teig, da die Farbe sieht dann aus wie Teig und dann wird so wie Teig aufgetragen und das bleibt dick. Deswegen Impasto. Das Gegenteil davon ist ja Sfumato-Technik. Sfumato. Sfumato ist ja lasieren, ganz dünn malen, und Mona Lisa kennt ihr auch alle. Ne? Mhm. Mona Lisa ist ja mit dieser Technik gemalt. Es ist ja mit sehr, heute sagt man Nass-in-Nass-Technik auch. Es wird so Sfumato, das hat mit Rauch auch zu tun im Italienischen. Ne? Und, es wird so, die Bilder sehen so rauchig aus, also so die Farben gehen ineinander über und es gibt ja keine harte Kanten wie bei uns jetzt. Wir werden mit Kanten arbeiten. So viel zur Theorie. Und also Ölfarbe ist ja sehr speziell natürlich. Ne? Ölfarbe kann man mögen oder kann man auch hassen. Es hinterlässt sehr viel Sauerei auch. Kannst du nicht einfach so eben so sauber machen. Es ist halt Öl. Und es ist ja, für mich ist ja Öl die Königin der Farbe. Öl ist ja richtige Farbe. Acryl ist erst erfunden worden, ist meine Meinung, um Malerei zu vereinfachen. Und Malerei ist bis zum Geld nicht mehr vereinfacht worden. Ne, ist auch so. Aber Öl ist schon etwas Gehaltvolles. Etwas, was, womit man malen muss, um damit zu malen. Aber keine Angst, wir werden das schon hinkriegen. Okay, jetzt fangen wir an. Jetzt bitte eine Farbe aussuchen, die auf die Leinwand kommt. Die werden wir mit Schwarm auftragen. Die werden wir ein bisschen verdünnen. Das ist ja unser Stoff, Terpentinersatz, aber ist geruchslos, das riecht nicht. Und damit werden wir die Farbe verdünnen und auftragen. Also jeder von euch hat so ein... Und wir machen eine erste Spachtelbewegung, indem wir Spachtel direkt, ja, direkt drauf tun. Also ich mache das immer so. Man kann das auch auf die Teller machen oder von den Teller noch greifen. Ja. Und jetzt ist ja erste Bewegung. Ja.
Also wir ziehen die Farbe immer zurück in den Gelb. Also jetzt braucht man ein bisschen mehr Farbe natürlich. Man kann auch Farbe direkt drauf tun. So. Schon hat man ein erstes Ergebnis. Mhm. Ja, es gibt nicht nur die Stellen schon solche Bilder aus. Okay, ich nehme jetzt nur eine Farbe. Und die wäre bei mir grün. Das heißt, wir sind jetzt bei dritter Farbe. Und ich nehme jetzt kleinen Spachtel. Das ist das hier. Ihr habt auch diesen, also mittleren Spachtel besser gesagt. Und ich verteile diese Farbe jetzt da, wo Rot nicht hingekommen ist. Da einfach so verteilen. Und dann einfach so willkürlich einfach so.